Fußball 2000, wir sind heute im Café Wechselstube. Hallo Carlo, mein Lieber. Schön, dass wir bei dir sein können. Wir reden heute über Transfers, über den Abgang von Paciencia. Wie ihr wisst, sind wir auch auf Instagram, also folgt uns auch da. Und ihr seht's, unsere Videos immer schön liken, macht mal ein bisschen mehr. Letztens 500 Likes, da geht noch mehr auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Ich bin der Peter von der Wechselstube und Café. Und ich sag euch, abonniert den TV-Kanal 2000 Fußball. Fußball 2000, wir sind wieder da. So wie die Jungs sich freuen, dass ich wieder da bin, habe ich mich gefreut, eine rumpelte Fußballmannschaft der Frankfurter Eintracht zu sehen. Aber bevor wir dazu kommen, komme ich dazu zu dem Mann, Mr. Alle oder Keiner, wird zum Logen-Larry innerhalb eines Spiels. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Und lieber, mein Lieber, was Peter hast du denn da überhaupt gemacht? Ich hatte tatsächlich einen Termin mit der Stadt Frankfurt. Okay. Da ging es unter anderem auch um unsere Live-Show. Und ich glaube, ich kann das hier verkünden. Mhm. Dass wir eigentlich ausverkauft waren, aber die Stadt hat uns erlaubt, dass wir 500 Leute zu Gast haben dürfen. Das heißt, der Ticketlink ist wieder freigeschaltet. Für die Leute, die es vielleicht probiert haben und zwar ausverkauft, gibt wieder Karten jetzt. Wir konnten quasi die Kapazität verdoppeln. Und ich glaube, da konnte ich dann auch mal so ein bisschen mein Wort brechen, da hinzugehen. Hashtag alle oder keiner. Hashtag alle oder keiner, no matter what auch. War nächsten jetzt aber Montag nicht so begeistert. Buttcup mit nächsten Montag, 19 Uhr, 500 ZuschauerInnen. Aha. Philipp Hofmeister. Also, liebe Leute, kauft noch Karten, seid dabei. Wir sind auf jeden Fall auch da. Ich glaube, das wird Sinn machen, wenn wir das veranstalten, mehr oder weniger. Genau, live und draußen. Schauen wir mal. Hier, ihr frechen Füchse, wie sieht's eigentlich aus? Sollen wir unsere Live-Veranstaltung dann auch live bei YouTube streamen? Wenn ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Aber innen und außen. Wir kommen jetzt mal lieber zum Spiel. Und zwar auch zu dem Fußballspiel, was ja nicht ganz so viel Positives beizutragen hat. Ich muss dich enttäuschen, wenn du denkst, dass ich jetzt in diesen Rumpelfußballkram mit einstimme, muss ich sagen, nee. Ich finde, das war ein ganz normales Spiel für diese Mannschaft, die wir gerade zur Verfügung haben, wo dir halt das nötige Glück gefehlt hat und am Ende vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der da, weiß ich nicht, eine Veränderung herbeiführen kann im Sinne von, den du von der Bank bringen kannst. Das war dieser negative Punkt, den ich hatte. Okay. Zu denken, wen bringe ich, wenn ich ein Tor machen will? Timmy Chandler. Wen kann ich nicht bringen? Ache, weil der irgendwie nur über Schnelligkeit und Dynamik kommt. Das hat mir gefehlt, das war so das Negative, was mir hängen geblieben ist. Ansonsten ist das ein Spiel, was die Eintracht eigentlich gewinnt. Lass ich dich gar nicht so leicht von der Angel, aber ich frage mal die zwei, die auch im Stadion waren, wie ich das richtig gesehen habe. Weide, wie siehst du denn das? Bist du auch so zufrieden? Was ist hier los? Ich war jetzt zwei Wochen weg und jetzt hat jeder zu viel Kaffee getrunken oder was und hat sich nur Erdbeer-Sorbet reingehauen oder was. Seid mir nicht zu zufrieden. Das ist 1:1 gegen Bielefeld, ein Aufsteiger, wo ich mir ganz klar sage, das sind drei Punkte, die muss ich holen. Gerade wenn ich mir die Konkurrenz der nächsten Wochen auch angucke. Aber kommen wir dazu, weil das Spielerische hat für mich nicht viel hergegeben. Aber Weide, was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Schön an dir ist immer, dass du richtig entspannt aus dem Urlaub wiederkommst. Ja, hallo. Also ich kann mich auch nicht drüber aufregen. Die Eintracht ist in der Form eine Mittelklasse-Mannschaft. Und da kann das passieren. Kann man natürlich dann mal einen Punkt gegen Bielefeld. Ja, da bist du halt ausgekontert. Die haben halt extrem riskant gespielt. Die haben damit gespielt, dass sie einen Konter laufen können. Die sind den Konter gelaufen, haben einen gefangen. Keine Ahnung, wenn Hinti das Ding macht, wenn Silva das Ding macht, gewinnen die das. Dann stehen wir hier und sagen, okay, ist alles okay. Dann war es ein berüchtigter Arbeitssieg. Und so ist es halt ein Punkt gegen Aufsteiger, was zu wenig ist. Aber also die Mannschaft an sich macht mir keine Sorgen. Sorgen würde ich mir machen, wenn wir heute den 6. Oktober hätten. Und das wäre die Mannschaft, mit der die Eintracht durch die ganze Saison läuft. Weil da müssen, er hat schon gesagt, neue Leute kommen, meine lieben Freunde. Es ist halt wenig Überraschendes dabei. Ne? Es ist so ein Spiel, das nimmt man dann so hin, weil du genau weißt, das sind im Prinzip dieselben Probleme wie vor 3 Monaten. Da hat sich nicht viel getan. Du bist hinten zu instabil, du hast vorne zu wenig Tempo und zu wenig Kreativität. Es liegt gar nicht daran, dass diese Mannschaft nicht will, sondern sie kann eben phasenweise nicht sehr viel anders. Und es ist so ein bisschen, das ist nach wie vor, sie muss unheimlich viel Aufwand für sehr wenig Ertrag betreiben. Das ist so ein bisschen wie früher, hat jeder, glaube ich, so einen Kumpel, der irgendwie auf jeder Party war, bei jedem Disseabend mit dabei war. Der aber es nie geschafft hat, irgendwie die Weiber irgendwie abzuschleppen, weil irgendwas hat halt da nicht funktioniert, weil die Qualität einfach auch nicht gereicht hat an manchen Stellen dann, in den aber entscheidenden ganz ehrlich, Momenten. Und genau so ist es bei der Aber Phil, was haben die denn in der Zeit gemacht, in der die nicht gespielt haben, beim Training. Ich sehe keine Weiterentwicklung. Ja. Bei allem Respekt, das ist die letzten 20 Minuten Langholz nach vorne. Du wechselst Leute wie Ilsanke ein. Was tut der in dieser Situation für das Spiel? Aber Marv, eine Weiterentwicklung, finde ich, kannst du ja auch nicht erwarten, weil ja niemand da ist, der diese Weiterentwicklung inhaltlich vorantreiben kann. Der Trainer hat 2 Jahre verlängert. Dieselbe Mannschaft wie letzte Saison. Und was mir tatsächlich auch fehlt, ist eine grundlegende Spielidee, weil dass dieses Spiel gegen Bielefeld mit der Art, wie Bielefeld gespielt hat, so laufen würde, war klar. Und wenn du dann ab Spielminute 70 nur Langholz auf Bastos spielst,
dann ist es halt ein bisschen wenig. Und die Eintracht ist maximal eine durchschnittliche Bundesligamannschaft, Stand jetzt mit dem Kader, den sie haben. Und an besseren Tagen gewinnst du so ein Spiel 2-1 und an anderen Tagen spielst du halt 1-1 unentschieden. Aber deswegen müssen zwingend, ich finde, zwei neue Leute für die Offensive her, mit Tempo und Kreativität. Du sprichst an, in den Kommentaren wurde ganz oft die Causa Paciencia angesprochen, ne, die natürlich uns alle auch in den sozialen Medien bewegt hat. Er ist gegangen, tatsächlich muss man ja mal sagen, ein Auswechselspieler mehr oder weniger auf der Bank. Paciencia hätte das Spiel wahrscheinlich jetzt auch nicht rumgerissen. Wenn wir sehen, wie gut er für Schalke gespielt hat in seinem ersten Spiel, können wir drüber sprechen. Aber was passiert jetzt? Was muss jetzt passieren? Wer muss jetzt neu kommen? Weil es kann doch nicht sein, dass das jetzt der finale Kader ist. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich finde, dass man Paciencia ersetzen muss, auch wenn die das auf der Pressekonferenz anders gesehen haben. Aber eigentlich hat der Hütter das ja indirekt zugegeben, indem er sagt, ich kann Ache halt nicht bringen in so einem Spiel. Und eigentlich hättest du tatsächlich genau Paciencia gebracht. Ich muss sagen, mit dem Paciencia, den bin ich komplett zufrieden, wenn das stimmt. Dass die Eintracht 10,5 Millionen Euro insgesamt für Paciencia kriegt, dann ist Bobic jetzt schon der Manager des Jahres, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. 10 Millionen Euro für Paciencia, da gehe ich komplett mit. Ich bin aber weiterhin auch entspannt, dass da jemand kommt noch, der dann besser sein wird. Also da bin ich sehr, sehr, sehr entspannt, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die nichts machen. Warum sollten die den sonst abgeben? Es muss einen Grund haben, den von der Payroll zu bekommen und so ein bisschen Cash zu machen. Da kommt jemand und da bin ich noch relativ entspannt. Und dann würde ich es auch erst bewerten wollen. Weil an einem Spiel jetzt alles das, was sie gesagt hat, abzuleiten, das ist mir, wie gesagt, zu früh. Weil wir würden hier nicht meckern, wenn die Eintracht einfach 3-1 gewonnen hätte, was wirklich im Bereich des Möglichen war und die Eintracht alles dafür getan hat. Nichtsdestotrotz, über Strecke könnte uns diese dünne Bank zum Verhängnis werden und die muss einfach ein bisschen aufgedickt werden. Ich weiß nicht, warum ich das dich angucke. So, stopp ganz kurz. Erstens, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Paciencia-Deal sagt. Ich möchte den aber genauer erläutert wissen, weil da bist du natürlich mein Mann vom Fach. Weil er spricht dubiose 10,5 Millionen an. Wie setzen die sich denn zusammen? Das weiß ich nicht, wie das kommt. Aber ich hätte auch gesagt, also sportlich kannst du... Ist das denn eine Kaufpflicht? Das ist mal die erste Frage. Ja, das wurde ja so gesagt, aber ich habe den Vertrag jetzt auch nicht gelesen. Aber wenn es so ist, also wenn die Geld für den kriegen und es geht in Richtung 9 oder 8 Millionen, alles richtig gemacht. Weil die Planstelle langsamer Stürmer ist bei der Eintracht mehrfach besetzt. Richtig. Also von daher, den kann er muss halt ein anderer Stürmer kommen und wird hoffentlich kommen. Also wir haben auch letztes Jahr gesagt, die müssen rechts außen kaufen, haben sie auch nicht gemacht ein Jahr lang. Richtig, ja. Das ist so ein bisschen, was mir Sorgen macht. aber von daher, wenn die noch einen Stürmer kaufen, noch einen für rechts, ich würde auch gerne noch irgendwie so einen Achter, wo ich Barkok ganz gut fand. Also 2 bis 3 neue brauchst du. Das Einzige, was ich an dem Paciencia-Deal nicht verstehe, das hat der Kollege, der geschätzte Kollege Stefan Reich. Gimareisch. Sehr gut so geschrieben. Paciencia ist viel zu schön für Schalke, ey. Ja. Passt da optisch überhaupt nicht hin. Kann sich ja gar nicht wohlfühlen, ey. Das ist absolut richtig, aber anscheinend passt eine relative Gurkentruppe, muss man sagen, die sich da abschlachten lassen. Gut, gegen die Bayern, da haben wir auch noch nicht gespielt. Mal sehen, was da noch passiert. Ich glaube, auf Schalke geht einiges rund. Aber kommen wir wieder zurück zu dem, was vielleicht ein bisschen besser gelaufen ist. Oder wollen wir noch darüber sprechen, wen wir dann ganz gerne holen? Nee, weißt du was, wir machen es mal anders. Wir sprechen noch mal über die Spieler, die wir vielleicht ganz gerne hätten, weil der Mercado ist eröffnet. Wir sind hier in der Wechselstube. Das muss doch irgendwo eine Verknüpfung haben. Und deswegen habe ich mich gefragt, Basti, wen würdest du denn ganz gerne sehen? Ja, Marvin, wir sind ja zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe und wir haben so ein kleines Spiel gemacht, dass wir jeder 10 Euro in den Pott geworfen haben mit 10 Leuten und jeder hat so einen Namen gesagt, den er gerne hätte und derjenige, der am Ende den richtigen Namen hat, wird gewinnen. Könnt ihr eigentlich auch mal zu Hause spielen? Macht das mal. Fußball 2000, ruft euch zum Glücksspiel auf, wettet mal Geld mit euren Freunden. Ihr könnt die 10 Euro an mich überweisen und dann... Wen die Eintracht holt. Weil es gibt einige Kandidaten, die du natürlich so rumgeistern hast. Du hast diverse Stürmer, kommt Haller zurück, kommt Jovic zurück. So passiert es manchmal, wir wurden von der Aktualität überholt. Flasche ist leer. Aber Luka Jovic ist offenbar eventuell auf dem Weg zur Eintracht. Das wäre was. Ich muss sagen, ich würde ihn nehmen. Ich habe mir schon mal ein kleines Tröpfchen aufgemacht. Was haltet ihr davon? Luka Jovic oder Luka Novic? Prost, meine lieben Freunde. Was ist mit dem Prinzen und so? Ich muss sagen, so einen konkreten Namen habe ich nicht im Kopf, aber ich habe im Gefühl, dass da was passiert. Wen hast du genannt in der Chatgruppe? Wen habe ich denn genannt? Wir werden es jetzt auch mal einblenden, würde ich sagen. Ich kann sagen, ich habe Götze gesagt. Du hast Götze gesagt, ich habe Balotelli gesagt. Weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht will er nochmal Fußball spielen, professionell. Wen würdest du jetzt 3 neue, Mateta für den Sturm, Marco Richter für Rechts- oder Sturm und Kevin Prinz, keine Ahnung, wo der gerade ist, der macht die 8. Alles klar. Von Beşiktaş, wen würdest du am liebsten haben? Ich bleibe nach wie vor bei meinen 2 realistischen Tipps mit Kevin Stöger und Robin Hack. Hack bin ich immer zu haben. Hat er eben gesagt, Kroketten. Weil alles andere kann sich Eintracht Frankfurt nicht leisten, meiner Meinung nach. Kevin Stöger ist ja ablösefrei aktuell, könnte dementsprechend... Aber vielleicht ändern sich ja die Zeiten und wir haben hier den... Wind of Change. Oh. In the Wind of Change. Du hast die ganze Zeit was vorbereitet.
mir negativ aufgefallen ist. Wer hat beide in seinem Beutel rummacht, schreibt immer eure Spiele in die Kommentare, weil wir sind immer für neue kreative Vorschläge offen. Ich bin sehr lange kein Bier getrunken morgens um 10. Das muss ich wieder ändern, Freunde. Wir müssen mit gutem Beispiel voran. Ihr könnt nicht sagen, hier die Eintracht, dies, das, neue Sachen. Ja. Wir müssen auch mal wieder was tun und wir müssen Bier trinken. Na gut. Das Ananasbier. Dann auf. Das ist Bira Moretti. Nicht, hat nichts zu tun mit Tobias. Ich hatte einen Doppelspieltag am Wochenende. Ich kann nicht schon wieder trinken. Das ist der von Kommissar Rex. Moretti. So, okay. Ich mache jetzt den Kommissar Ex und bring's aus. Auf. Wow. Sehr nett, dass du drei mitgebracht hast. So, Prost, ihr Lieben, dann machen wir das mal. Ja, auch euch. Und ich würde sagen, schön, dass wir wieder da sind. Wenn das jetzt hier alles so positiv ist, kommen wir mal zu dem Guten. Was hat euch denn dann an dem Spiel gefallen? Also mir hat gefallen, das wird er wahrscheinlich auch gleich anders sehen, dass da wieder Zuschauer da waren. Also diese 6.500, das war jetzt nicht die Power, die 51.000 haben, was logisch ist. Aber es hat alles gut geklappt. Es sah sehr diszipliniert aus. Die Regeln sind strenger als hier auf dem Römerberg. Aber alle mit Maske, es sah komisch aus, gebe ich zu, so ein Flickenteppich-Kulisse. Aber das war wenigstens schön, also der Sound hat zu dem Spielgeschehen gepasst. Es wurde laut, es wurde leise, es gab 5-Konzerte gegen Arminia Bielefeld. Das hat mir sehr gefehlt, auch die Hymne am Anfang, als Kevin Trapp rauskam. Da war wieder was dabei, da war Emotion dabei und das hat 6 Monate, genau 199 Tage mir sehr gefehlt. Also es hat sich auf jeden Fall anders angefühlt als 6.500, zumindest über weite Strecken, gerade am Anfang. Ich habe Sebastian vorhin schon gesagt, auf dem Weg hierher, für mich hatte es so ein bisschen, war so ein kleiner Flashback, so eine Zeitreise. 90er. Ja, Ende der 80er, als ich anfing ins Stadion zu gehen, wo du eine Kulisse hast, die sehr genau immer auf dieses Spielgeschehen reagiert und halt weniger jetzt so diesen organisierten Support im Hintergrund hat, sondern sehr speziell auf die jeweilige Situation. Ja. Ich fand es mega gut, mir hat das unheimlich viel gegeben, einfach weil du wieder nach einem halben Jahr dieses Gefühl hattest und das hast du auch den Spielern angemerkt, schon beim Warmmachen. Mhm. Du hattest auch Wechselgesänge dabei, es war wirklich ein Schritt in die richtige Richtung und ich muss wirklich zum einen das Hygienekonzept der Eintracht loben, weil das hat echt alles tipptopp funktioniert. Sah super aus, ja. Zum anderen muss man auch alle loben, die da waren, weil sich die Menschen wirklich dran gehalten haben und alles gegeben haben dafür, dass künftig mehr Leute reinkommen. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit auch mal ein bisschen nachgefragt, wie es nach dem Samstag war, wie der Samstag selbst war, mit vielen Fans gesprochen, die genau das Gleiche auch gesagt haben. Es gab so ein, zwei, da müssen sich Leute nicht dran gehalten haben, aber im Großen und Ganzen muss dieses Konzept richtig gut gewesen sein und ich glaube, kann auch im Endeffekt dafür sorgen, dass in der nächsten Zeit vielleicht sogar mehr als 6.500 ins Stadion gehen. Das sind ja offiziell in Hessen aktuell ja sogar mehr erlaubt. Mal gucken, wie das die Eintracht das könnte 11.000 irgendwas werden. Also. Genau, schauen wir mal. Das ist aber auf jeden Fall für mich als Tonoption, muss ich sagen, dass ich war ja der Einzige von euch, der nicht im Stadion war, wie das halt manchmal so ist. Werde auch die ganze Saison so bleiben, aber gehe ich mal von aus. Aber ich muss echt sagen, es hat sich gut angehört. Aber du warst vor Ort, du warst in der Loge und hast dieses Spiel gesehen und die Fans gesehen. Dein Take. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Am Anfang, als ich reinkam, natürlich ist das wieder Gänsehaut-Feeling, wenn du so ein bisschen im Herzen von Europa hast, du hast wieder Gesänge. Aber ihr habt schon gesagt, das war mir zu sehr auf das Spiel bezogen. Das heißt, als im Spielfeld auch nichts ging, ging auf den Rängen gar nichts. Ich habe gedacht, da sind Leute, die wollten unbedingt wieder ins Stadion. Die haben sich beworben. Die haben diesen ganzen Hassel auf sich genommen, da hinzugehen. Und dann hocken die da und schweigen teilweise. Wo ich mir denke, wenn es 1-1 steht und die Eintracht hat gerade wieder diesen Vibe zu denken, da ist der Ausgleich gefallen. Ja Leute, dann müssen Fans vielleicht auch da sein und sagen, bam, bam, auf geht's, wir zünden die Mannschaft an. Wie viele Tore haben die Fans bei der Eintracht schon reingeschrien? Wir erinnern uns auch an Paciencia, liebe Grüße, ja, der gegen Hoffenheim spät trifft. Aber das war mir teilweise, für Leute, die unbedingt dahin wollten, war mir das einfach zu ruhig, muss ich sagen. Das kannst du, finde ich, aber so nicht erwarten beim ersten Mal nach einem halben Jahr mit 6.500, die selber sowas noch nie erlebt haben. Du sitzt da komplett alleine, da will ich auch nicht anfangen. Also jetzt laut Hals alleine. Ja, das ist schon ein schwieriger Gesamtkonzept. Aber es ging doch. Am Anfang haben die doch gezeigt, dass es ging. Also die Stimmung war ja da und du hast gedacht, wow, das ist laut, ich habe echt Gänsehaut. Und dann ist das so ein bisschen abgeflacht. Das hat mich ein bisschen enttäuscht und ich werde das auch so weiterhalten. Ich werde hier keine Versprechungen mehr machen, die ich eh nicht halten kann. aber ich werde mich auf gar keinen Fall um Karten bewerben. Das muss ich auch immer ganz klar festhalten, weil ich wurde eingeladen. Das war auf einen Geschäftstermin. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir Karten zu bestellen, werde ich das nicht tun, muss ich sagen, weil das Stadionerlebnis, ich habe es gesagt, das war alles super umgesetzt. Es fühlt sich trotzdem sehr, sehr merkwürdig an. Ich hatte zum Beispiel einen Ordner, der war sehr, sehr überengagiert. Das heißt, sobald ich nur einmal aufgestanden bin ohne Maske, ist er sofort zu mir gekommen, Alter. Und mich hat das nicht so entspannt, muss ich sagen. Und mich macht es eher traurig, sag ich mal. Das ist, hat so ein bisschen was, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in diesen Phil-Vergleich-Niveau. Das hat irgendwie ein bisschen was von einem Stripclub. So. Ohne Frauen, oder was? Du gehst hin, du darfst nur schauen, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Also dann lieber doch ins Bordell. Oh Gott, ich weiß nicht, ob der Montagmorgen uns dauerhaft gut tut, aber gut. Schreib mal in die Kommentare. Meiner hat das Bier mitgebracht. Ganz ehrlich. Passt du sie etwa an im Stripclub? Oh Gott. Deswegen sage ich ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr vor Ort wart. Weil, wie gesagt, es ist vollkommen okay, wenn ihr im Stadion wart. Ich gehe weiterhin nicht hin. Basti will sich, glaube ich, auch nicht bemühen. Aber wenn ihr da wart, schreibt mal in die Kommentare, wie eure Eindrücke sind. Aber was haben wir denn fernab
weil es ist natürlich erstmal gut, dass die Atmosphäre wieder einigermaßen da ist. Du wieder ein paar Leute hörst, du wieder ein bisschen, du brauchst ja nicht auf diese Wechseltaste der Fake-Fangesänge gehen, sondern kannst wirklich mal wieder zuhören, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber was haben wir denn zum Spiel? Weil ihr seid ja alle total cool mit dem einen Punkt gegen den nächsten Absteiger. Ich muss sagen, also, was mir gefallen hat, Barkok hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der ist reingekommen, der hat direkt geliefert, der hat diese Flanke auf Hinti gegeben, wo er diesen Kopfball in die Latte macht. Das fand ich ein sehr, sehr belebendes Element. Finde ich auch. Ich bin aber von deiner Seite. Nämlich nicht. Ja, ich muss zwei große Kritikpunkte, kleine Kritikpunkte. Er ist zu Ball verliebt. Genau. Er trennt sich viel zu spät vom Ball. Und zum Zweiten, der hat so eine naive Zweikampfführung manchmal. Hat auch zwei, drei Ballverluste drin, die auch echt teuer hätten werden können. War belebend, klar, war aber an dem Tag in dem Frankfurter Mittelfeld jetzt auch keine große Kunst. Ja, gut, aber das ist ja gerade so ein Ding. Also der, im Gegensatz zu Chor oder selbst zu Kamada an schlechten Tagen, ist halt Barkok einer, der Sachen ausprobiert, der geht mal gegen drei Mann rein. Das regt dich manchmal auf, der verliert auch Bälle, einmal rechts vorne am 16er. Aber das eine, der bringt ein Element rein, der hat Bock auf Fußball, das ist ein geiler Kicker einfach. Nein! Oh nein! Deswegen fand ich es ein sehr, sehr belebendes Element. Von mir kann der auf der 8 oder auf der 10 spielen. Ich fand es auch toll, dass er der Erste war, der eingewechselt wurde. Ja, also, dass du das Gefühl hast, der ist nicht so weit weg von der Mannschaft. Nee. Sondern das ist so, okay, Kroos spielt scheiße, zack, Barkok ist jetzt drin. Und auch noch auf der 8, wo du denkst, da kannst du wenigstens ein bisschen dieses spielerische Element haben von ihm. Fand ich super. Und die Sachen, die ihr kritisiert habt, die, ich glaube, die spielt er sich raus. Also die berühmte Spielpraxis wird bei dem kommen. Das ist für mich ein absolut positives Element. Und ich muss trotzdem sagen, die Eintracht war einigermaßen stabil. Bielefeld war nicht unfassbar gefährlich. Du hast diesen unangenehmen Gegner nicht überragend, aber auch nicht grottenschlecht bearbeitet. Meine Güte, ich bin weiterhin entspannt. Mir reicht ein Spiel nicht aus, um jetzt den Abgesang zu starten. Es ist deswegen ja auch immer Abgesang macht keiner. Außer Marv. Nein, es geht nicht darum, mach keinen Abgesang. Ich muss sagen, ich war auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt. Aber man muss auch mal festhalten, dass es hier ein Aufsteiger ist. Und ganz ehrlich, in den nächsten Wochen kommen anstrengende Aufgaben. Wir spielen am Freitag gegen die Hertha. Da hat jetzt jeder drüber gelacht, dass die gegen Braunschweig verloren haben. Wer aber das Offensivspiel gesehen hat, weiß ganz genau, wenn du gesehen hast, wie sie gegen Bremen gespielt haben, dass die zwei Nummern besser sind als wir. Vor allem mit der Eintracht-Abwehr. Genau, ja, erstens das, was mich irritiert, denn wir haben eine Abwehr, die komplett stabil normalerweise sein müsste, weil sie seit Ewigkeiten zusammenspielt. Ich sehe im Offensivspiel einfach leider keine Weiterentwicklung in dem Maße. Deswegen ist es ja vollkommen richtig, wenn ihr sagt, da müssen neue Leute rein. Aber wenn ich mir jetzt andenke, dass wir gegen die Hertha spielen, dann weiß ich nicht, wie unser Defensivkonstrukt sein soll und was offensiv dagegen bestehen soll. Ich muss kurz die Abwehr schützen, weil die Abwehr konnte da nichts für. Mhm. Weil die einfach so offen gestanden, weil offenbar hat Hütter gesagt, wir gehen voll drauf und voll Risiko. Die standen halt an der Mittellinie. Wenn da lange Bälle auf die schnellen Leute kommen, dann müssen die daherkeulen. Das ist da immer Kodo Alibe jetzt nicht Balance der richtige Band. Stimmt nach wie vor. Also wenn die so gegen die Hertha spielen, so offen, dann verlieren die da 4-0. Aber ja, die werden ja viel tiefer stehen. Und dann geht es wieder. Dann hast du Hasebe hinten, der irgendwie Ordnung hält. Ja. Hast du Hinti, der jeden Zweikampf gewinnt. Und hast rechts noch Abraham, der auch Zweikämpfe gewinnt. Du musst das System wieder umstellen. Und es liegt jetzt nicht daran, dass die Abwehr schlecht ist. Und das ist halt das Ding, wo man dann auch wieder leichte Kritik üben muss. Weil das ist etwas, was sie jetzt wirklich auch lernen können. Sie haben diese Dreifachbelastung nicht diese Saison. Und daran muss sie auch Hütter messen lassen, dass du einen funktionierenden Matchplan entwickelst. Also dann glaube ich gerade da, was gut lief. Ne? Ich finde es übrigens gut, dass Silva nach wie vor, das ist ein geiler Kicker, der ist eine Klasse besser als alle anderen gut in der Offensive. Ja. Ich fand Hasebe wieder sehr wohltuend hinten in der Dreierkette. Und man kann der Mannschaft von der Mentalität her nichts vorwerfen. Also das stimmt. Die wollten, nur wie gesagt, sie konnten qualitativ vorne einfach am Ende nicht mehr. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die Sachen, die wir fordern, dass die das lösen. Wenn du einen anderen Stürmer hast, der eine andere Dynamik da reinbringt und einen Mittelfeldspieler, der besser kicken kann, dann ist es schon weg, dann sind die Probleme weg, weil, wie es gesagt hat, du kannst auch viele positive Sachen nennen. Du musst da nicht fünf Spieler austauschen. Du brauchst ein, zwei Veränderungen, um dieses Konstrukt in ein besseres Fahrwasser zu bringen, was mit den Spielen kommen wird. Ich bin da, wie gesagt, noch positiv. Und weil ich glaube, die Eintracht weiß das auch. Aber ja, das wäre genau das, seit wirklich einem Jahr sagen. Ja, die Mannschaft steht, die Mannschaft funktioniert. Das ist und so. Du kannst sie mit leichten Transfers, also wirklich, es sieht jeder, wo diese neuen Leute hin müssen. Ja. Und die holen halt einen Zuber. Ja, und vor allem, das verstehe ich nicht. Und du holst einen Ache, der offenbar ein Stück weit weg ist. Im Winter hast du einen Ilsanker geholt. Das ist das, was im letzten Jahr passiert ist, seitdem wir das vor einem Jahr schon gesagt haben. Und deswegen habe ich aktuell kein Vertrauen, dass genau das passiert. Deswegen bin ich ja so kritisch. Deswegen sage ich es ja. Aber wie gesagt, ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass da noch zwei, drei... Ja, Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, Genau, schreibt ihr in die Kommentare. Wir haben ja dieses Wettspiel gemacht. Legt auch 10 Euro in die Wettkasse und schaut dann mal, wer kommt. Im Zweifel alles an uns überweisen oder die paar Euro nehmen und vielleicht am Montag hier auf die Wechselstube bringen. Bevor die Leute, weil bei Twitter geht es auch schon rum, dass ich mich auf ganz merkwürdige Weise schon beruhigt hätte. Leute, ich bin der Erste, der 3 Stunden am Redline-Day durchdreht. Jetzt rieche ich mich doch wieder auf! Wenn die Eintracht keinen holt, dann macht euch mal gar keine Sorgen. Kleiner Live-Teaser, wir sind nämlich auch bald beim Redline-Day wieder. Zweimal live dabei in den nächsten 2 Wochen. Auf jeden Fall, da passiert einiges. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wer kommen soll. Vielleicht war ich auch jetzt zu kritisch. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Kritik muss mal sein, weil wenn ich einen Kamada da rumlaufen sehe, den du letztes Jahr kritisiert hast, der macht dir 2 Nullinger-Spiele. Langsam reicht es mir aber auch dafür. Ach, guck an! Ach, guck an! Also insofern, ich bin jetzt der neue Mann. Wenn er schreiben, wer gehen soll. Er zum Beispiel. Ja. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschö. So.
heißt erstmal Geld wechseln hier. Es ist Mercado, Freunde, Transfermarktzeit und wir fragen uns, wer kann, wer muss die Eintracht verstärken? Das haben wir uns schon mal gefragt, vor einigen Wochen. Und wenn ihr Hunger habt auf diese Folge, dann gebt euch nicht die Roulade, gebt euch die Roulette. Unser Transfer-Roulette mit unseren Wunschneuzugängen für die Eintracht. Kleiner Tipp, JJ ist leider nicht dabei. Wer dabei ist, seht ihr hier.